Beratung der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung auf Drucksache 19290 zu dem Antrag auf Genehmigung zur Durchführung eines Strafverfahrens. Der Ausschuss empfiehlt, die Genehmigung zu erteilen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Das sind die Koalitionsfraktionen und die CDU-CSU-Fraktionen, die Gruppe BSW und die Gruppe Die Linke. Wer stimmt dagegen? Das ist ein fraktionsloser Abgeordneter. Und wer enthält sich? Das ist die AfD-Fraktion. Damit ist diese Beschlussempfehlung angenommen. Ich wurde gefragt, gibt es im polizeilichen Führungszeugnis Eintragungen? Nein, die gibt es nicht. Aber möglicherweise gibt es zwei Ermittlungsverfahren gegen mich. Ich möchte da nicht drüber schweigen. Einmal habe ich von meinem Meinungsäußerungsrecht Gebrauch gemacht und ein Mädel aus der Spiegeltruppe als Faschistin bezeichnet. Das hat mir wahrscheinlich ein Ermittlungsverfahren eingebracht. Und das andere Mal habe ich von meiner Meinungsfreiheit, wobei ich mir da nicht ganz sicher bin, ob das nicht eine Tatsachenbehauptung war, ich prüfe das noch, Gebrauch gemacht, bezogen auf eine Bundestagsvizepräsidentin aus Sachsen und habe die als bemerkenswert dumm bezeichnet. Das hat mir auch eine Anzeige eingebracht. Was daraus wird, wird sich zeigen. Na, sie möchte einen Systemwechsel. Das sagen Sie auch offen, je nachdem, wie in welchem Stil. Aber Sie sagen es ja sehr offen, auch auf den Bühnen vor den Mikros, dass Sie eben sagen, wir müssen das System vom Kopf auf die Füße stellen. Ein Wechsel wohin? Also das wenn kommt ich Demokratie... Ein bisschen drauf an. Naja, also es gibt schon faschistische Züge in der AfD. Habe ich Sie richtig verstanden, dass aus Ihrer Sicht Teile der AfD oder große Teile der AfD eigentlich ein faschistisches Deutschland wollen? Ja, haben Sie richtig verstanden.